Hi, ich bin Regina. Und ich bin die Tia. Und wir sind heute im wunderschönen 10. Bezirk und schauen uns Kunstinstallationen an und versuchen, diese sinngemäß zu interpretieren. Viel Spaß! Das House of Transition ist die erste von drei Installationen, die wir im 10. Bezirk Favoriten besucht haben. Das Kunstwerk auf dem Sonnenwendplatz wurde dafür von einem niederländischen Atelier entwickelt. Und was halten Sie von dem Kunstwerk? Na, irgendwie, ja, furchterregend, sozusagen. Furchterregend? Ja, so passend zur Paysage und falls es etwas aus der Zukunft, aus der Vergangenheit ist. Sehr dystopisch. Ja, kann man nicht entscheiden, könnte beides sein. Ehrlich gesagt, so richtig gefallen tut es mir nicht. Nein, ich finde es eigentlich scheußlich, weil ich weiß nicht, was es darstellen soll. I think it's really interesting. I actually quite like it. I would quite like it to also make barbecues or pizza as well. Then that would be absolutely perfect. Auch wenn uns die Bedeutung des Kunstwerks nicht sofort klar war, heißt es nicht, dass es keine hat. Die Künstler gaben bekannt, damit die Zerstörung und den Aufbau zu illustrieren, der gerade in dem Arbeiterbezirk Favoriten eine große Rolle spiele. Die zweite Installation, die wir besucht haben, handelt von Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung. Mit den Fragen, was haben die anderen, was ich nicht habe, und was habe ich, was die anderen nicht haben, sollte das Meinungs- und Stimmungsbild der dort lebenden Menschen eingefangen werden. Eben diese Antworten sind nun am Kolumbusplatz ausgestellt, wo sie bunt im Wind wehend bewundert werden können. Streetlights, die dritte von uns besuchte Installation, ist interaktiv und erst in der Dämmerung sichtbar. Die Lampen sind so eingestellt, dass sich die Lichtfarbe ändert, sobald sich Menschen unter dem Licht umarmen. Did you like the experience? With the changing the lights? Changing yes. The light? And hugging your family? Hugging my family is a different story, but not necessarily under this. Die Installation entstand vor dem Hintergrund, dass Entfremdung und Kälte in Zeiten digitaler Beziehungen eine zu große Rolle in unserem alltäglichen Leben spielen. Und was würdest du sagen, was hältst du von dem Kunstprojekt hier? Also ich finde es eine ganz nette und liebe Idee. Also die sich dazu entschieden haben sich wahrscheinlich Hintergedanken gemacht und sich gewünscht, dass die Menschen näher kommen. Okay, was hältst du von diesem Kunstprojekt hier? Kreativ. Also, keine Ahnung. Das Kunstwerk soll darauf hinweisen, worauf es wirklich ankommt. Zwischenmenschliche Nähe.